So, dann nehmen wir das hier schon mal. Und fangen hier an. Na, komm, wir fangen von der Wand an. Machen wir zu. Oder hier. Gut, sieht man nicht. Wieder zumachen. Und weiter. Macht schon einen ordentlichen Unterschied, finde ich. Und hier. Vor allem, es wirkt dann auch deutlich wärmer, finde ich. Ah, muss ich so machen. So, den. Bin am Überlegen für die Garage hier. Hier drinne. Dieselben Ziegel einfach zu nehmen. Dass es hier drinne einfach genauso aussieht wie da. Fände ich, würde auch einfach nice aussehen. Machen wir auch einfach. Aber später. Erstmal draußen alles fertig. So. Ah, das bei den Ziegeln oder mit den Fliesen und Tapeten finde ich doof, dass man irgendwie nur eine Fläche auf einmal machen kann. Nicht so wie beim Streichen, so dass du vier gleichzeitig so machen kannst. Dauert dann immer so verdammt lange. Vielleicht kommt auch irgendwann so ein Update dafür, dass man das dann so ziehen kann. Und dann macht man immer so einen nach dem anderen so hinterher, wie beim Streichen einfach. Sobald wir diese Seite fertig haben, machen wir da vorne weiter. Dann brauchen wir nicht so weit rennen wegen den Ziegelsteinen, so mal hier hinten rum und dann. Ja. Dann hier. So. Und hier noch. Hoppla. Zu früh. Komm. Komm ich jetzt ran? Ja, hier unten. So, haben wir's. Nice, dass es gereicht hat, um da oben anzukommen. Den nehmen wir jetzt weg. So, den nehmen wir.
Und einen nehmen wir einmal so mit und schauen mal drumherum, dass wir nicht solche Dachschrägen wie hier jetzt nicht auch einfach mal einmal so schon mal erledigt haben. So, den haben wir dann. Hoppla. Und da vorne müssen wir auch noch einmal. Hier müssen wir die Tür wieder einbauen. Und so, dann hätten wir es. Den brauchen wir hier. Dann haben wir hier noch 1, 2, 3. Und da oben brauchen wir noch einen Stapel. Den nehmen wir schon mal mit. Weißt du was, die Stapel lassen wir für die Garage gleich da. Dann kaufen wir jetzt hier ein paar neue. Das war Stella. Genau. Hier werden wir wahrscheinlich 1, 2 brauchen. Hier werden wir wahrscheinlich sogar 1, 2, 3 brauchen. Hier. 5. Und hier werden wir auch noch mal 3 brauchen. Schon mal vorausplanen. Ist wichtig. Dann haben wir hier noch mal 10. Dann brauchen wir auch nicht so weit laufen. So. Hier oben noch. Nächster Stapel. Hoppla, jetzt habe ich ein bisschen Mist gebaut, aber egal. Hört keinem auf. So. Ich hoffe, das passt bis dahin. Ja, sieht passend aus. Genau bis zu der Kante. Nice. Gut abgeschätzt. Da kann ich mir erstmal schön selber auf die Schulter klopfen, ne? Und die beiden. Ich verstehe aber nicht, was will die Familie von diesem Haus? Das Haus ist immer noch viel zu klein da links für die. Ich glaube, wir machen mal gleich, schauen uns mal einen dieser Kunden da an und versuchen mal zu analysieren, für wen dieses Haus dann am passenden ist und dann mal, so wie der es sich wünscht, halt zu bearbeiten hier, den Auftrag zu erstellen.
so nach komplett nach seinen Wünschen da so zu, einzurichten. Für die Seite habe ich zu wenig Ziegel gekauft, fällt mir gerade auf. Das wird 1000 Jahre nicht reichen. Und seht ihr, das wird nicht reichen. Muss ich noch ein paar Stapeln kaufen. Ich vermute 2. Selbst wenn die jetzt zu viel gekauft haben, wird der Rest ja eh noch für die Garage da verbraucht. Also brauchen wir nicht uns Sorgen machen, dass wir jetzt zu viel gekauft haben. Das wird bis zur Garage auch nicht alles reichen, was wir da haben. Es scheint auch schon langsam wieder dunkel zu werden. So, die Sonne müsste da schon untergehen irgendwo. Ich glaube, die kommt von da, oder? Ne, da ist die. Aber es ist schon eine wie sagt man? Geht schon leicht so eine Dämmerung los oder so. Und später Nachmittag, würde ich sagen. Einen haben wir noch. Und hier. Haben wir keine Siegel mehr. So, die beiden noch. Dann geht's hier rein. Jo, dann nehmen wir den jetzt mit und hier, dann haben wir hier noch ein paar Stapeln, bleiben die auch alle mit rein. Und machen hier dann einmal zu die Garage. Hä? So. Thank you.
Ach, haben wir wieder nichts. Ich finde es interessant, wie sich da links die Interessenten sich ändern und dann am Ende wieder exakt dieselben sind. Schon irgendwie lustig. Keine Fliesen. Toll. Kann sein, dass das hier vielleicht auch wieder zu wenig ist an Fliesen. Dass wir vielleicht doch noch ein oder zwei Stapeln kaufen müssen. So, 10. Ja, müssen wir. Auf jeden Fall. Das wird definitiv nicht für die ganze Garage hier reichen. So, das sind hier 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allein dafür schon ein Stapel. Ungefähr dieselbe Länge bis dahin. Dann hier. 4 Stapeln würde ich sagen. Brauchen wir noch. 1, 2, 3, 4. Was ich am Überlegen bin gerade, sorry auch wegen der Stille, weil ich hier am Nachdenken bin. Was machen wir dann eigentlich hier für einen Boden? Was würde gut aussehen hierfür? Stelle ich mir auf jeden Fall die Frage. Weil da bin ich mir noch nicht sicher. Der ist zu viel. Hätten wir doch nur 3 Stapeln kaufen müssen. Warte, bevor ich das verkaufe, einmal gucken. Haben wir auch alles? Sieht bisher so aus. Ja. Oh, Nase juckt. Warte, gucken wir uns mal erstmal die Käufer an. Die sind definitiv nicht für dieses Haus geeignet. Deswegen gucken wir uns mal den an.
Mir gefällt es, dass ich Platz zum Schlafen habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es in diesem Haus Platz für alle meine Bücher gibt. Mir gefällt es, dass es hier nur ein Schlafzimmer gibt. Dort zum Lernen sollte sich unweit des Schlafplatzes befinden. Mag nicht, in diesem Haus gibt es keinen Platz für meine Bücher. Der Ort zum Lernen sollte sich... Ja, das haben wir schon. Ich träume nicht unbedingt von einem Haus, in dem man auf dem Boden schläft. Ich kann mir ein Haus ohne Schlafzimmer nicht vorstellen. Heiße Quellen sind in meiner Heimat sehr beliebt. Keine Saunen. Hm. Oder Donald Trusk? Dolan Trusk. Genau ein Schlafzimmer ideal. Genau ein Badezimmer gut. Ein Arbeitszimmer hervorragend. Das Büro sieht aus wie von einem echten Chef. Der Flur muss vor Reichtum überquellen. Die Gäste werden in der Tür... In der Tür? Was in der Tür? Da fehlt ein Stück Text. Ich sehe, dass hier unten so leicht was rüberquillt, aber ich kann nicht so weit runterzoomen. Kann ich auch nicht drauf klicken. Von uns erworbene Häuser, Campinghaus für 40.000, Profit 8.000 und verbranntes Haus für 42.000, Profit 11.000. Hm, der hat schon was, der hat noch gar nichts. Die haben schon zwei von uns. Passt der Garten selbst für 41.000 und ein langweiliges Haus für 117.000. Ja, da unterschiedlich Profit. Was ist mit dem? Der hat noch gar nichts. Hm. Adresse Moderne Straße 7 Hübschhausen. Hm. Es ist sauber und riecht gut. Oh ja, keine Küche. Wunderbar. Wieder mag keine Küche. Oh, hier gibt es eine Wanne, aber nur eine. Ich fühle mich nicht gut in diesem Haus. Irgendwie ist es armselig. Ein großes Schlafzimmer. Süß. Hörst du diese dezente Musik überall und die Geräusche des Fernsehers? Nein, ich auch nicht. Oh mein Gott, es gibt eine Sauna in diesem Haus. Warum hat der nicht das vorherige Haus, das wir verkauft hatten, nicht genommen? Was die bekommen hat. Das langweilige Haus hier, das. Warum hat der den nicht genommen? Wenn ich zu Hause eine Sauna hätte, wäre es toll. Hier gibt es keinen Platz für meine Klamotten. Heul. Das sind aber hässliche Wände. Wozu brauche ich diese Küche? Georg Tabaka? Schick, hier gibt es keinen Müll. Ich möchte diese Wohnung an zwei Personen vermieten. Deswegen ist es schön, dass ich Platz zum Schlafen habe. Gut, dass es im Haus ein Sofa gibt. Ich denke, dass die Bewohner den Fernseher im Haus mögen werden. Norweger werden für ein Haus mit einer Sauna ein Vermögen ausgeben. Einwohner mögen es, zwei Badezimmer zu haben. Okay. Der ist ein Vermieter. In letzter Zeit gibt es hier viele Norweger. Sie suchen nach Häusern und bezahlen viel Miete. Aber nur, wenn es eine Sauna im Haus gibt. Eine Kochnische im Wohnzimmer ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wer hat schon eine Wohnung ohne Sofa gesehen? Einwohner mögen es, zwei Badezimmer zu haben. Niemand wird eine Wohnung mieten, in der die Wände so beschädigt sind. Teure Sachen in einer Wohnung zu mieten ist keine gute Idee. Was passiert, wenn die Bewohner sie zerstören? Ich möchte diese Wohnung an zwei Personen vermieten, aber es gibt nur... Ja, okay. Was mit dem? Ich glaube, das wäre was für solche Leute, aber... Ah, ich glaube, das ist ein guter... dem würde das eher passen. Oder... Ja, okay, komm, warte mal. Wir fangen als allererstes mit den Fußböden an, ja? Ne, hier. Böden und Decke. Deckenfliesen und Böden. Schauen wir mal. Gibt's irgendwas, so ein Bereich Betonoptik oder sowas? Ich will jetzt keine Fliesen unbedingt, sondern eher hier. Betonfliesen! Nice! Da haben wir sie. Gucken wir mal an, wie das dann aussieht. Oh, wird passen. Das wird passen. So. Bis hierhin. Und das machen wir auch hier. Das passt. Kann man auch etwas für die Decke nehmen? Iranbeton. Dann würde ich eher das hier nehmen. Gucken, wie das aussieht. Ja. Bis dahin. Hier. Ich glaube, das wäre auch für den Boden hier besser gewesen, ja. Machen wir das eben einmal.
So und so. Jetzt sieht es mir nach Garage aus. Das lassen wir auch mal offen. Und nehmen das noch einmal für hier. So, und dann packen wir mal das Auto rein. Boah. Komm, der hat hier rückwärts eingeparkt. So, so steht gut. Dann kann man hier noch ein paar Regale oder sowas mit Werkzeug fürs Auto hinstellen. Und dann können wir das wieder zumachen. Und dann Böden und Decke. Ja, was nehmen wir hier für Fußböden? Bürofliesen, Nanik. Nee, die wollen wir nicht. Ich glaube, so ein schöner Parkettboden fürs Wohnzimmer sowie für Schlafzimmer wäre gut. Hier haben wir ja Wohnzimmer. So. Dann hier noch so. Dann soll das auch hier so in die Küche reingehen. Das wird ja die Küche. Und das hier wird das Schlafzimmer. Na, machen wir so. Hoppla. Ja. Und hier so. Dann für hier Badezimmer wollen wir Fliesen haben. Fliesen. Die gefallen mir irgendwie. Probieren wir die mal aus. So. Boah, die sehen geil aus. Nice. Wollen wir die hier? Ja, komm, wir nutzen die auch fürs Flur. Und für den Raum hier auch. So, optimal. Das hier ist ja die Küche. Hier wollen wir andere Fliesen nutzen. Ja, wir nutzen die hier. Wir nehmen die hier. Ja, das definitiv. So. Und so. Optimal. Dann hätten wir alle Fußböden fertig. Dann wollen wir die Wände machen. So, Wände, Wandfliesen. Das sind die hier. Nur halt, glaube ich, Dingens hier. Für die Wand. Oder? Ja. Die nehmen wir auf jeden Fall. Ja, das sind die. Das sind die gleichen. Beziehungsweise die hier sind rechteckig, die viereckig, aber trotzdem. Die passen zueinander. Also bleiben die hier. Habe ich vielleicht zu wenig gekauft? Irgendwie so ein typischer Fehler, den ich immer mache. Immer zu wenig oder zu viel kaufen. Ja, habe ich. Ein Stapel muss ich noch. So, ja. Und den Rest verkaufen wir. Ja. Und die Decke machen wir ebenfalls. Neulich gekauft. Da. Die Decke wird dasselbe sein.
So. Optimal fürs Bad, finde ich.